Aufnahme. Und wir spielen jetzt Call of Duty 2, endlich fertig. Teil Nummer 9 oder 10 müsste das sein, wenn ich mich noch richtig entsinnen kann. Also los. So, liebe Leute, ich würde sagen, wir setzen einfach fort. Ihr habt nichts verpasst, es sei denn, ihr habt die Streams nicht verfolgt, dann seid ihr selber schuld. Ich hoffe, ihr habt Spaß und ich hoffe, ich auch. Genau, als letztes waren wir auf diesem Schlachtfeld da oben und wir sind jetzt in Deutschland. 7. März 1945. Mit einer spektakulären Wendung der Ereignisse wird eine einzelne Brücke über den Rhein von der 9. Panzerdivision eingenommen. Voller Verzweiflung errichten die Deutschen entlang des Rheins neue Verteidigungen, um den Vormarsch der Alliierten zu verlangsamen. Am 24. März versuchen alliierte Luftlandedivisionen mit einem gewaltigen Angriff Positionen östlich des Rhein zu sichern. Gleichzeitig Am bereiten sich an Rhein habe ich verschiedenen gewohnt. Positionen flussauf und abwärts alliierte Wie Einheiten darauf wahrscheinlich viele vor, Leute. sich selbst ins Herz Deutschlands vorzukämpfen. Let's do that. Ich hoffe, dass mit dem Ton alles gut läuft. Mittlerweile haben wir ein bisschen nach Routine, aber dadurch, dass man umzieht und alles ein bisschen mal verkabelt, ein bisschen Die Deutschen, der voller Verstand! verkabelt, ist es ja auch immer so eine gewisse Schwierigkeit. Okay! Gleich mal die Geschütz-Action. Right. Die Deutschen haben das Luftufer vermint. Was passiert? Mit MG42, ne? Die und Granaten. Ich will da aber gar nicht drauf. Ich bin nicht gerade für den Ding. Ja, nehmt jenes. Und das. Eine Rauchgranate. Rauch auf. Wo war Rauchgranate? Thompson? Oh. Das wird schon richtig gewesen. Raucht irgendwie was? Aber das ist hart. Nein, Granate. Und jetzt von dem? Auf der anderen Seite der kaputten Mauer! Im Westen! Okay, wir sind knapp unter ihr. Alter. Oh, fuck. Ach, komm schon. Was war denn das jetzt? In eine Mine getreten? Ihr könnt nicht mal. Ich weiß ja gar nicht mehr, aber leben die. Rising Storm. Okay. Wer soll denn Rauchgranaten? Wir brauchen eine Rauchwand. Eine Rauchwand haben wir doch. Das ist super gemacht. Okay. Ach, fuck you. Ah. Und
Dann schmeißen wir mehrere drauf. Los, die Wörter auf Granate. Tu es! Boah, ich hab mich jetzt komplett ein. Wir brauchen eine Rauchwand! Oh, wir haben doch. Alles gut. So. Ja, los! So sieht es nämlich aus. Was hast du für ein Gewehr, Phil? Der so eine Kruger oder wie die heißt? Die finde ich nämlich immer noch ganz geil. Wenn ich mich hier auch lehnen hier kann. Mit mir komm! Es sind Amerikaner! Neben den Kisten! Zu unserer Linken! Hinter diesen Kisten! Ist nicht da vielleicht gut? Oh. Ich schon wieder Granaten. Ich werde narrisch. Alter! Sehr schön. Kommt ihr auch mal an den Start, ja? Das ist ja schön. Dass ihr mir da auch mal unter die Arme greifen wollt. Sehr sozial. Gar nichts mehr, so wie das aussieht. Oh, der hat eine gute Waffe. Deutsche Granate! Los, weg! Der fliegt in die Luft? Aha! Die Deutschen werden dicker, habe ich so das Gefühl. Die Deutschen! Angriff! Angriff! Deutsche Splittergranate! Ein guter alte deutsche Splittergranate. Der kann da nichts zu meinen sagen. Deutsche Infanterie! In der Nähe des Schutzes! Nachricht von uns! Alter! Alter! Das ist doch ein fucking Mist. Bin ich dann hier? Feindliche Infanterie! Macht sie immer wieder nieder. Der wirft die einfach zurück. Alter, die werfen dir unendlich rein, oder was? Ich finde es gut, wie oft wir hier Pistolen verwenden müssen. Granate. Mann am Boden. Feindliche Granate. Los doch, wir müssen sie ausschalten. Mann am Boden. Ich habe einen. Unsere Leute kommen auch auf die Idee, sie mal zurückzuwerfen. Hey, gib mir mal Deckung. Ich muss nachladen. Feindliche Infanterie. So. Ja, super. Im Nordwesten! Wieder rein. Ich will wieder rein. Wo? Wo ist der?
zu dem Kistenstapel. Hinter uns. Ach ja. Immerhin die Waffe ist präzise. Aha. Hab dich, du bist. Ich soll dich von deiner Schwester grüßen. Und die Sprüche, ne? Mentaro! Maschinengewehr MG42! Oben, im ersten Stock! In dem Haus da! Alter! Kommt schon! Waren da nicht Feinde? Aha! Geh vor, du hast ein großes Gewehr. Benutze es. Nochmal. Also furchtbar. Granaten wurden in diesem Typ schier unendlich produziert. Geben Sie den jungen Soldaten kamen zwei Granaten, falls die erste nicht. So, jetzt wird zurückgeworfen. Ja. Feindliche Granate! Ich such sie! Auf der anderen Seite der kaputten Mauer! Nördlich von uns! Nein, auf! Das will ich nicht. Ich will nur dieses Gewehr hier aufheben. Dieses Gewehr war, glaube ich, einer der Vorgänger der MP5 von Hitler und Koch. Und der schmeißt das schon wieder ein. Oh, furchtbar. So, jetzt ist hinter. Oh. Njam, njam, njam. So, vorstoßen. So. Deutsche, auf der anderen Seite der Küsten. Im Westen. Eine Granate. Hey, sie können nicht auch nur eine werfen, nee, sie müssen vielleicht zwei werfen. Im Nordwesten! Ich hab einen! Ja, das macht sie super! Deutsche! Und jetzt? Schaltet die Infanterie aus! Schießen wir einfach mal hier in die Richtung. Wird schon richtig sein, ne? Wird schon gut sein. Kann man hier hochballern? Geht es kaputt? Ne, es explodiert nur ganz cool. Und jetzt? Okay. Das Haus ballern? Ne, da verschwindet es einfach. Was ist denn da los? Ich nehme an, das war's. Oh, da kommt mir jetzt ein Panzer entgegen. Na, bei mir bleiben! Amerikanische Truppen auf den Weg kommen! Geradeaus! Ups, er wurde getroffen! Ein eigenes Stream angemacht. Michael, in Deckung! Na so. Ups, ich muss nachladen! Es ist viel zu warm hier drin. Es
viel zu warm und der PC lässt auch noch die Wärme auf mich. Das ist ungeil. Das ist ungeil. Oh nein. MG42. Einfach immer MG42. Wir können uns auch direkt mit Waffen abwerfen. Das wird auch keinen Unterschied machen. Neben dieser flachen Mauer. Die Deutschen! Sanitäter! Ich bin Scharfschütze. Führt ihr zu uns? Nein. Schlechte Situation. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Hella. Was ist das für ein Panzer? Panzer ist weg. Gates! Bei mir bleiben! Feindliche Truppen! Erdgeschoss! Amerikaner! Alter, wo kommt ihr her? Welche Granate! Immerhin, sie können nicht schießen, wenn sie die Granaten werfen. Ja, ich weiß schon, wo er kommt. Ein Magazinsdruck ausgelöscht. So sieht's ja nicht aus. MP44? Wie bei dir bleiben. Die Geschichte kenne ich. Deutsche, hinter diesen Kisten! Nördlich von uns! Kiste! Ja, ich brauch mal MP42. Sagen sie immer so, als wäre das. Pro-Tipp: Don't run in line. Da lebt noch einer. Okay. Ist der da noch lebt? Will auch so zur Seite wegspringen? Alter! Könnt ihr die auch werfen? Aber komm ganz gut durch. Da bleiben wir mal in Ruhe nach. Denn der Ruhe liegt die Kraft, ne? Das ist ein Deutscher übrigens. Könnt ihr den bitte erschießen? Hä? Ich verstehe das nicht, wie meine Leute als positioniert sind. Was? Sachsen? Und Sachsen? Speziell an den Türen, ja. Amerikanische Truppen bei dem Schutt da. Aber wir gehen hier schon ganz gut durch. Das überrascht mich ein bisschen. Na, wo zur Hölle müssen wir hin? Ich hab so das Gefühl, ich laufe nicht weit. Aber da wir immer auf neue Feinde stoßen, dann schauen wir uns das. Geht ihr zu uns? Deutsche Infanterie! Ich habe so das Gefühl, wir drängen sie, schlagen sie zurück. Kommt das her?
Wir laufen tatsächlich im Kreis. Jetzt ist aber Schicht im Schacht hier. Bin ich jetzt einfach an meinem Zielort vorbeigetappt? Steht das vor mir? Das ist hier gerade Phase. Es kommt vor allem auch immer wieder neue Gegner. Ich kann auch verfolgen. Meine Treffen. Alter, ihr geht mir jetzt hart auf die Nüsse. Was muss ich denn hier machen? Ich habe auch so das Gefühl, dass das Ziel einfach nicht weit geht. Sanitäter! Pfeffer, in Deckung! Ah, wir müssen diesen Panzer verfolgen. Es ist tatsächlich ein sich im Kreis bewegendes Ziel. Bitte das warnen können. Das ist ja kacke. Ich habe einen! Ich habe einen! So. Hätten wir das erledigt. Oh Mann! Und jetzt? Ach, das sind Feinde, das sind meine Leute. Das sind meine Leute. Seid ihr auf der Hut? Ihr seid auf der Hut. Ich geb euch gleich auf der Hut. Ey, ihr könnt mich mal kreuzweise. Aber ordentlich. Mann, oh Mann. Ihr seid auf der Hut. Das merke ich. Ich kann nichts machen. Das ist aber auch also fast im Boden mit den Leuten. So viele Leute können die gar nicht im Krieg gehabt haben. Unterdrückungsfeuer! Unterdrückungsfeuer! Da lebt noch einer. Und jetzt? Wohin jetzt? Sammelpunkt. Wenn ich jetzt wieder zurücklaufen muss, dann gibt es aber Ärger. Verdammt gute Arbeit, Leute. Wir haben es mit den besten deutschen Truppen aufgenommen und wir haben sie heulend an den Rhein zurückgeschickt. Es macht mich stolz, mit euch zu dienen. Ihr seid allesamt gute Ranger. Sergeant Randall, eine Sache noch. Mit dem Gentleman bin ich mir nicht so sicher. Aber was würden Sie davon halten, Offizier zu sein? Ich biete Ihnen einen Posten als Lieutenant an. Gute Anführer sind schwer zu finden. Was sagen Sie? Das wäre mir eine Ehre, Sir. Wie? Er? Randall. Sergeant Randall. Wie wäre es denn mit Corporal Taylor hier? Nix gemacht. Nie irgendwas gemacht. Das merke ich mir, Lieutenant. Ich mache hier die ganze Arbeit. Was bin ich? Sowas. Großer Betrug. Großer Betrug. So, wenn ihr euch Filmchen anguckt, werde ich jetzt hier mal... Eine halbe Million Soldaten und Zivilisten fallen in einer schrecklichen Schlacht, die fast drei Wochen andauert. Als die alliierten Einheiten Berlin von Osten und Westen aus einschließen, beginnt das Kommando der Deutschen angesichts der drohenden Niederlage zu wanken. Und ich hoffe, der ist nicht ganz so laut. 1945 ergeben sich die Deutschen bedingungslos den Alliierten. Zum Preis so. Von 50 Millionen Toten. Krempeln wir heute nicht die Arme, sondern die Beine hoch. In allen Nationen der alliierten Streitkräfte wird der Tag des Sieges offiziell gefeiert. Der Tag des Sieges über den deutschen Befehlshaber. German Surrender. Aha. COD2. Wir klicken um fortzusetzen. Achso, das war die letzte Mission? Okay. Da dachte ich, ist noch ein bisschen mehr Spiel drin. Nee, jetzt
Das Ding ist halt, der lüftet hier nach oben hin ab. Und wenn es natürlich nichts Neues dazukommt, dann geht es natürlich nicht. Das wäre natürlich geiler, den hier anzuschließen. Dass der Rechner auch ein bisschen frische Luft abbekommt. Ja gut, das war's mit Call of Duty. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt euch ja alles auf YouTube jetzt nochmal angucken. Weil ich das mal hochgeladen habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war sehr anstrengend. Wir haben gelernt, dass der Krieg nur aus Granaten werfen und Maschinengewehr 44 besteht oder M40, die einen hart auf den Sack gehen. Hier haben wir Price, der nie altert, was sehr komisch ist. Und hier sehen wir jetzt einen Door Breach ohne Zeitlupe. Das war jetzt irgendwie, hä? Ist es jetzt hier Best of oder was? Das sah aber kacke aus. Tür auf. Kaputt, einfach an ihm durchgelaufen. Er hat sich wohl scheinbar schon befreit, weil er das wusste. Feindliche Truppen verlassen die Deckung. Sowas. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier kurz eine Pause. Und ihr könnt ja mal überlegen, ob ihr Bock habt auf irgendwas anderes. Ansonsten überlege ich mir was. Wir können auch gerne mal einfach durch Steam gucken. Das mache ich ja immer gern. Und vielleicht auch mal ein bisschen Statistiken, was auf Steam abgeht. Aber schreibt es doch einfach mal in den Chat. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Du machst es noch.